Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crowns and Pawns. Wir haben letztes Mal beim Obdachlosen uns den Wein ausgetauscht. Wir haben den Messwein zurück. Das heißt, wir können endlich weitermachen. Den brauchten wir, glaube ich, hoffentlich hier. Ja. Hab schon wieder länger nicht gespielt. Man sieht, die Kamera ist neu. Das konntet ihr im Discord mehr oder weniger abstimmen. Beziehungsweise ich habe euch ja meine Meinung gefragt. Wer also noch nicht auf dem Discord ist, bitte reinkommen. Is this the wine that was stolen from you? Ah, yes. You saved me from a big embarrassment. Thank you, child. May God guide your path. Can I ask some questions now? Of course. Whatever you wish. I am looking for a key. Ah, yes. What did you want to know? I believe an architect called Johann Glaubitz might have given a key to this church. I am sorry. I'm afraid I don't know anything about the key, my daughter. What? But I found your wine. How is that related? I don't know. I mean, I did the thing and it gave me nothing. A selfless act, my daughter. You should be proud. I guess I'll have to find some more clues somehow. Jemand versucht hinten, das bitte nur kurz zu hören. Did anyone try to look behind that painting with the cross? How specific. I'm surprised you'd know such a thing. During the last renovation, a compartment was indeed found behind the central painting. Was there a key in it? No, only a seal stamp. A seal stamp? Yes, the one with an emblem that's used to make an imprint in wax for letters or documents. Whose seal was it? I don't remember exactly, but it belonged to some important political figure. I think a chancellor. Wir haben ein Bild von den ganzen wichtigen Leuten, aber ich weiß nicht, ob ihre Siegel draußen. Where is the seal now? The last I heard, it was moved to the Vilnius University archives for safekeeping. What did the seal look like? It was a palm-sized metal disc with a handle. If I recall correctly, it had a big W on it. Mit einem großen Thank you Danke. For the information. Sehr viel gemacht für praktisch nichts, ne? So, jetzt lass mal gucken. Das waren die Kanzler, genau da. Das könnten wir sein. Jedenfalls. The priest mentioned the Chancellor's seal was shaped like a letter W. Das wäre also This dude looks like me. Eine Möglichkeit. Das könnte man auch als W sehen, aber da es zwei Sachen hat. Oh, watch out. He's got a stick. Sollte das nicht er sein? Ja, dann praktisch Albertas Gosthautas oder so, nicht? Das könnte unser Mann sein. Ja, auf zur Universität. Wir müssen ja hin. Wir kommen aber nicht ins Archiv. It's locked. Heißt, wir brauchen jetzt also die Karte, ne? Jetzt geht's. I don't see. Jetzt geht's darum, ihre. Was? Wo ist die Katze? Die Katze ist weg. Menno. Haben wir sie letztes Mal verscheucht? Bin ich doof? Habe ich das vergessen? Ja, stimmt, wir haben sie verscheucht, ne? Ich bin wirklich ein bisschen doof und vergesslich. Stimmt, wir mussten ja Spiegel hinstellen, damit wir die Passwort rauskriegen und so. Ja, ja, ja. Sie erinnert mich wieder. Kann ich ein Buch bekommen? Die Katze ist weg. The cat's gone. Probably out looking for Tuna again. Tuna? Yeah, she's a huge fan. Hence the name. Oh, Fortuna. I get it. Das ist eine witzige Idee, die Katze so zu nennen. Where can I find the university archives? You can access them from the main square. Well, I mean, you can't, because it's for authorized personnel only, but yeah, the door's there. Yeah. Where can I find the... You can access the... Never... Wir kommen also praktisch nicht hier rein, ne?
Kommt er da rein? Pronto. Hey. How's it going? Quite well. There's plenty to discuss. Great. Come over to my place. All right. I'll see you there. Okay, das gibt mir wenigstens einen Clou, dass wir zu ihm hin sollen. Vorteilhaft. Sie sitzt da immer. Wir reden einmal kurz mit ihr. Vielleicht kann sie mir was dazu sagen. Jewelry? The star of. Tamara? Yes. Das haben wir alles schon mal besprochen. Naja, gehen wir zu ihm. Was soll der Geiz? So, Papierblätter, Papier. Wollen wir uns eigentlich richtig umziehen? Ja, ne? Hey! Hey, what's up? What do you think I should do? Ja, Hilfe, ich hab's nicht. Did you learn anything about that KGB? I'll talk to you. Sure. Okay. Nein, ich versuche rauszukommen. Verdammt, ich vergesse immer, wo ich rauskomme. Okay, wir müssen also was über das KGB-Ding erfahren. Ach, hier ist die Katze. Und da ist der Ausweis des Bibliothekars. Wie konnte ich das eben nicht sehen? I think it has the librarian's access card around its neck. War die eben schon da? Bin ich blind? Also ich habe eine Brille, ich bin blind, aber... Bin ich noch mehr blind? Oh, Katze. Good kitty. Komm her und lass dich streicheln. Oh, get back here. Katzenetikette und so, ne? Wir dürfen ja nicht einfach Katzen streicheln. Okay. Fortuna, komm hier. I don't think she'll take it if I'm close by. Ja, sie läuft aber im Kreis. Das heißt, wir legen es jetzt mal hier hin. Und dann läuft sie weiter. Come here, kitty. Jetzt denkt sie sich so, boah, geil, Thunfisch. Oh, she ran away. Oh, she likes it. Und jetzt können wir ihr das da hoffentlich abnehmen. Fortuna, come here. Oh, get back here. Oder auch nicht. Die Frage ist, müssen wir eine Falle bauen? Oder müssen wir... Hätten wir die Schere benutzen müssen? Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Bagel. Ja, um nochmal aufs Thema mit der Webcam zu kommen, mit der Cam zu kommen, bitte, wer Hi. Andere Vorschläge, Ideen hat, kommt gerne aufs Discord, diskutiert mit. Hello, dear. A fresh bagel, perhaps? Wir machen das jetzt erstmal, so wie es jetzt ist, aber wenn ihr Ideen habt, kommt auf den Discord und bitte, Tuna bagel, please. All right. Guckt euch da aus. Here you go. Anything else? That's all. Have a love. Ja, yeah, wir haben wieder einen Bagel. Das ist gut. Wir müssen irgendwie die Katze halt. Frage ist, wir hauen jetzt mal hier ein Safe rein. Einfach, damit wir gucken können. Nicht jedes Mal zurückfahren müssen, nur einen Bagel zu machen. Können wir irgendwas mit den Blumenkübeln? Schaufel. No, a pot full of mir- wollen die Katze ja auch nicht aus Versehen irgendwie erhängen. Das ist ja auch so eine Sache. Deswegen gucken wir mal. Packen jetzt den Thunfischbagel hier hin. Das heißt, die Katze läuft dann weiter. Come here, kitty. Jetzt sitzt sie oh, da. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ausweis des Bibliothekars.
So, jetzt müssen wir irgendwie daran kommen. Fortuna, komm hier. Oh, she ran. So halt nicht. Ich bin zu faul. Wir gehen auch mal einfach davon aus, dass sie da... Also sie läuft ja immer im Kreis. Das wissen wir. So. Soweit wissen wir Bescheid. Das heißt, wir können jetzt hier auch mal den Bagel hin. Wir haben eine Regenrinne, aber da können wir auch nichts mitmachen, oder? Just an old school. Sie läuft dann weiter. Können wir... I don't wanna... No. Damit was? Come here, kitty. Oh, she ran away. Oh. Sie wird sie ja nicht fangen. Nehme ich stumpf an. Das wenn wir jetzt so, sie müsste ja jetzt an mir vorbeilaufen. Fortuna, macht sie auch hier. Einfach. Das juckt sie nicht. Okay. Das macht so also keinen Sinn. Schere will sie auch nicht benutzen. Dem. I think it has the library. Ich muss irgendwie die Karte von ihrem Hals bekommen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Here. Ich habe nicht wirklich was. Ja, ja, da wollte ich sie haben. Ich habe nichts, was ich irgendwie krass machen kann. Grandpa's house. No. Ja, können wir ein... I don't think so. I don't... Halt, wir... Wir können ja nicht viel. Wir können irgendwas mit dem... Nee, 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 nee. Mehr Blumen. A pot full of mir. Wenn wir... Ja, beim Blumenkübel legt es ja nur nebendran. Sie versteckt es nicht drin. Rosinen. Great for fish. Wir schauen uns nochmal beim Obby rum. Einmal. Ob wir alles haben. Ich gehe zwar davon aus, dass wir einfach dumpf alles haben. Oh, ein kleiner Vogel. War der vorher schon da? Hallo. How's it going, little birdie? Yeah, yeah, same. Ich gehe stumpf davon aus, wir haben alles. It's okay. Aber 100%ig sicher bin ich mir halt auch nicht. Journey to the... A book about exploring. Yeah. Living water. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das brauchen wir nicht. Die können wir sie nicht mitnehmen, das ist mit dem Küchenschrank. I don't think I need anything. Auch nicht. Wir haben ja alles mehrmals auseinandergerissen, ne? Huh, it's nailed to the table. I guess you can call it a... Wir lösen? I don't... It's locked, and... None of the keys... Okay. Haben wir wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert, habe ich aber vergessen, dass wir es ausprobiert haben, ne? Nehme ich jetzt einfach mal stumpf. Das heißt, wir haben hier halt auch nichts mehr. Sag einfach auch übers Fenster raus. Okay, also es wird wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich alles haben. Vielleicht kriegen wir nochmal was über sie raus. Wir können nochmal hier kurz gucken, ob wir da noch was haben, was wir machen können. I think I already got what I... Wir fragen sie jetzt nochmal nach dem Buch. Erstmal fragen wir sie nach der Katze. Schwer beschäftigte Frau. Hm? In einer komplett leeren Bibliothek. The cat's probably out looking. Tuna? Yeah, she's a huge. Can I? Would you like? Noch einmal sehen. Necronomicon.
Okay, wir haben alles gesehen. Das heißt, wir brauchen nicht noch mehr. Frage ist jetzt, wie kriegen wir... Wir haben das ja auch noch. Wir haben weit nichts, nein. Die Tauben sind auch nicht wirklich von Nützen. Just like home. Hier nochmal ein Save. Eine Sekunde. So, wir haben hier nochmal ein Save. I don't wanna. I don't see how that. No. Kannst du ja auch eigentlich nicht umbringen. Ey, wir könnten das. Oh, das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt irgendwas hätten, um die Katze. Nein, wir nicht ruhig zu stellen. Sie kommt ja nicht. Ja. Und das bringt uns ja soweit nicht weiter. Also wir können den Bagel natürlich wieder aufnehmen. I don't see. It sticks very well, but I. Hey, aber wir haben ihn ja an der Schnur. Aber sie will ihn ja nicht hängen lassen. Das heißt, das bringt uns auch nichts. Allerdings. Und das funktioniert West grandios, ne? Easy. Okay, sehr schön. Nicht gedacht, dass das funktioniert. Fortuna! Aber irgendwie muss man ja auch mal Glück haben. She ran away. So, ja, komm, jetzt geh zum. Jetzt musst du aber merken, dass da Thunfisch ist. Genau. Und jetzt gib mir den Ausweis, Kitty Katze. Got the access card. Just an old school. Oh, das darf ich nicht mitnehmen. This cat seems to have found its life goal. This cat seems. Ja, schade. Ich hätte gerne, gerne dem der Katze jetzt noch den Thunfischbagel gegeben. Aber bevor wir uns ins Archiv aufmachen, machen wir hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut gerne bei den anderen Social Media Kanälen rein. Die Links dazu sind unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.